Seit Jahrtausenden begleitet sie den Menschen, die Stockente. Alle unsere Hausentenarten sind mit ihr verwandt. Die Stockente ist eine der größeren wilden Schwimmenten. 50 bis 65 cm wird sie lang und wiegt bis zu 1575 Gramm. Von Flügelspitze zu Flügelspitze sind es bis zu 95 cm und im Flug kann sie 100 km pro Stunde schnell werden. Stockenten sind extrem anpassungsfähig. In Städten und Dörfern leben sie in unserer unmittelbaren Umgebung. In Parks und Zoos sind sie wie zu Hause. In freier Wildbahn ist das Leben gefährlicher. Dort werden Stockenten nur 10 bis 15 Jahre alt. In Gefangenschaft sind es auch schon mal 30 bis 40 Jahre. Auffällig bei den Männchen ist das metallisch-blaue, weiß gesäumte Band am Hinterrand der Flügel, der Spiegel. Einige Erpel tragen auch eine Locke. Die Spitzen der mittleren Schwanzfedern sind dann eingerollt. Die Entenweibchen hingegen sehen schlichter aus. Sie sind unauffällig braun gefärbt. Vor Nässe und Kälte schützt das wasserdichte Kleid aus ca. 10.000 Federn. Die werden ständig mit Fett aus einer Drüse am Schwanzansatz geputzt. Im Sommer fressen Stockenten hauptsächlich Wasserpflanzen, Gras und Samen. Ansonsten aber auch Insekten, Schnecken, Krebse oder Würmer. Oft tauchen sie nach Nahrung. Beim Gründeln drücken sie das Wasser durch die Hornlamellen ihres Schnabels und filtern so Essbares heraus. Im Frühjahr werden die Erpel umtriebig. Sie beginnen zu balzen. In Gruppen umwerben sie die unbeeindruckt schauenden Weibchen. Schon bald werden die Erpel aufdringlich, verfolgen die Weibchen und vergewaltigen sie am Ende regelrecht. Im letzten Herbst und Winter haben sich aber auch schon Paare gebildet. Sie pflegen jetzt für eine Saison eine feste Beziehung. Nur halbzahme Paare neigen zur Dauerehe. Im Frühling ziehen sie sich an einen ungestörten Ort zurück. Die Begattung findet im Wasser statt. Das Männchen hat das Nistrevier ausgewählt, das Nest baut das Weibchen. Der Nistplatz liegt oft an Grabenrändern, auf Inseln oder unter Sträuchern versteckt und besteht aus Halmen, kleinen Zweigen, Laub und Daunenfedern. Dann beginnt die Brutzeit. Zwischen 4 und 18 grünlich schimmernde Eier werden fast einen Monat lang bebrütet. Dann ist es soweit. Das Küken hat mit seinem Eizahn am Schnabelende ein Loch in die Kalkschale gebohrt und sprengt jetzt das Ei. Die ersten Stunden in der neuen Umgebung bestimmen sein weiteres Leben. Es wird dem ersten Lebewesen folgen, das es sieht. Wahrscheinlich der Mutter. Stockenten sind Nestflüchter. Aber 50 bis 60 Tage lang lassen sie sich noch vom Muttertier versorgen. Bereits am ersten Tag lockt sie die Kleinen mit den typischen Rufen zum Wasser. Die Küken bleiben immer in der Nähe ihrer wehrhaften Mutter. Für Füchse, Seeadler, Katzen und Ratten wären sie sonst leichte Beute. Ihre Hauptnahrung, kleine Wasserinsekten, suchen sich die Küken schnell selbst. Mit rund 8 Wochen, wenn die Jungenten voll flugfähig geworden sind, endet das Familienleben. Die erwachsenen Stockenten kümmern sich jetzt wieder um sich selbst. Sie mausern und bereiten sich auf den nahenden Winter vor. In mildem Klima überwintern die Stockenten gerne vor Ort. Zwingen Frost und Eis sie zum Abwandern, flüchten sie in die Wärme bis nach Indien oder Nordafrika. Aber spätestens zum nächsten Frühling sind sie wieder zurück.